So, hier ist wieder Leviathan 2. Wir beginnen mit der Tötungsquest gegen die Gyarpris. Ich finde die Missionsbeschreibung dieser Quest ist. Ich lese nicht wirklich viele, aber ich habe mir, als ich angefangen habe zu spielen, habe ich mir mal die Missionsbeschreibung dieser Quest durchgesehen und da habe ich es entdeckt. In dieser Missionsbeschreibung gibt es eine Anspielung auf die Simpsons. Welche das ist? Der Auftraggeber dieser Quest sorgt sich um die Kinder. Die Kinder werden allem Anschein nach von diesen Gyarprays angegriffen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass normale Kinder da irgendwie davon kommen, wenn sie von 2 Meter großen Raptoren angegriffen werden, aber von mir aus. Hier haben wir die Gyarprays und ganz am Schluss des Auftrags stehen doch, denkt doch einer an die Kinder. Ja, wenn das keine Anspielung auf die Simpsons ist, an die Pfarrersfrau. Hohoho. So, ja. Diese Quest ist von äußerster Wichtigkeit. Denn von diesen Gyarprays kann man die Schuppen kriegen, die man braucht, für die man nehmen kann für das Eisgroßschwert. Das ist das Erstbeste, das man bekommen kann. Und so, falls ich mich jetzt nicht ganz falsch erinnere, sollte man von ihnen auch Monsterknochen S abschneiden können. Und diese würden wir gebrauchen können, um unsere Knochenklinge aufs nächste Level zu bringen. Ja, Puzzle Co. Aber er wird wiederkommen. Ja, Monsterknochen S. Schnell schärfen. Das Ziel sind 5. Ja, 5 Gyarprays. Puzzle wird mit der Zeit wahrscheinlich auch noch stärker werden. Hoffe ich zumindest. Nein, nein, wird er schon. Er wird mit mir zusammen wachsen. So, wie auch immer. Zweige, weil sind das Gebirgskräuter? Nein, nur Kräuter. So. Hier sind noch PPs. Ja. Dann gehen wir drunter. Immer auf die Ausdauer schauen. Auch nicht zurückgekommen. Denkt doch einer an die Kinder. So. Ja, hier haben wir die 2 letzten. Tod deinen kleinen Raptoren. Okay, ich glaube, jetzt können wir die Aufrüstung des Schwerts vergessen. Egal. Puzzle ist auf seinem eigenen Abenteuer. Das musste ja jetzt sein. Ja, und eine Gyarpray-Haut. Weil wir nichts anderes zu tun haben. Komm du her, du. Peinlich. Krieg dich schon noch. Tada!
So. Bitte die Quest fertig machen. Dankeschön. Ich will nämlich in diesem Quest gleich auch die zweite und letzte Tötungsquest unterbringen. Ein Stein, wie nett. Jagd die Fleischfresser. Gespeichert werden? Gerne. So, wir sehen uns gleich wieder beim Start auf der Blango-Jagd. Komm zurück. Ich habe diesen kleinen Chaos gemacht, damit ich schnell Farm gehen kann auf der Pokerfarm. Jetzt aber wieder weiter nach den weißen Raptoren. Fuck, jetzt habe ich die Box vergessen. Nach den weißen Raptoren geht es weiter mit den weißen Affen. Ist ein bisschen weiß hier. Wir werden noch mit vielen weißen Sachen zu kämpfen haben hier auf dem Berg. Mit einem großen weißen Raptor, mit einem großen weißen Affen, mit einem grau-weißen Schwabbelding. Also ich finde es grau-weiß. Aber ja, alles zu seiner Zeit. Im Moment haben wir ja noch gar nichts zu tun mit großen Monstern. Außer dass wir von ihnen herumgejagt werden, Klippen hinuntergeworfen werden, vorhin davon rennen müssen. Das Übliche. Für den Anfang. Sobald dann die größeren Jagdquests beginnen, die ich wahrscheinlich nicht mehr in einem Part unterbringen kann, werde ich dann halt wahrscheinlich cutten müssen. Da ich aber wahrscheinlich in der Hitze des Gefechts mir nicht unbedingt gerade auffallen wird. Ah, nur drei, ich habe gedacht fünf. Da mir in der Hitze des Gefechts wahrscheinlich gar nicht auffallen wird, dass ich die Zeit überschrieben habe, werden die wahrscheinlich dann stirb. Ja, wo war ich? Die werden dann wahrscheinlich einfach im Game gecuttet. Also, schau nach einem guten Ort, aber ich kann nichts versprechen. Ha! Sogar meine Katze blockt meinen Angriff. Ja, was haben wir noch? Ich hasse kleine Monster. Ich will die großen jagen. Aber ich will zumindest die kleinen auf einen Schlag niederringen. Egal. Aller Anfang ist schwer. Oder schleppend. Eine scharfe Klaue. Ebenfalls gern gesehen für das Eisgroßschwert. Und ja. Ja, ich weiß, ein Großschwert ist nicht die richtige Waffe für wendige Affen. So. Auch diese Quest haben wir erfüllt. Dann, weil wir nach der Quest noch schnell die Zeit haben, werde ich euch noch Specki zeigen. Und
danach wird es eigentlich größtenteils das Let's Play, wirklich allergrößtenteils nur noch in den Missionen stattfinden. Weil, naja, das Dorf ist immer dasselbe, meistens, bis man es groß verändert. Aber ja, ihr werdet ja dann sehen. Wie gesagt, Farm würde ich auch außerhalb. Wenn ich da dann meine erste neue Rüstung machen werde, kann ich, glaube ich, nachdem ich den nächsten Boss besiegt habe, kann ich, glaube ich, schon anfangen, die nächste Rüstung zu machen. Also ich könnte jetzt schon anfangen, aber das würde sich nicht lohnen. So, Kräuter. Töte die Blangos. Wir haben 1000. Soll gespeichert werden. Ja. So, und ich gehe jetzt auf direktem Weg. Hier haben wir ihn, da vorne sehen wir ihn. Es ist der allseits beliebte und glückliche Specky. Streichen wir ihn mal. Jetzt mag er uns. Der wohnt aber jetzt bei uns. Nein, was soll ich sagen? Ich zeige euch jetzt gleich noch, weil ich schon hier bin, wie ich die Schmetterklinge kaufe und ausrüste. Haha, seht ihr das an? Meine neue Klinge. Nein. Im nächsten Park geht's zum ersten Storyboss. Wir sehen uns dann.